Hallo Leute, ja, wir sind hier in Friedrichsdorf, die kleinste Stadt im Land, Semotrans. Und ja, ich habe das Spiel einige Monate weiterlaufen lassen. Und warte mal, wir machen schnell nochmal eine Pause. Ja, wir sind am Monatsende. Ihr seht hier, wir sind bei 1,5 Millionen. Wir hatten letztens knapp 2 Millionen runter. Das heißt, in dem Monat, wo ich jetzt laufen lassen hatte, hat das richtig viel Geld eingebracht. Wir können mal hier gerade reingucken. Und ihr seht, 170.000, 184.000 im Monat Überschuss. Das heißt, wir kommen jetzt langsam ins Plus oder in Richtung Plus besser. Das hat es jetzt einige Monate gebracht, dass wir ein bisschen Geld zusammengebracht haben. Das ist also unsere wirtschaftliche Lage verbessert sich immer mehr. Wir sehen hier 15% Marge plus, da war auch schon mal 15% Marge plus. Das ist also richtig am Vorangehen hier. Insgesamt sind wir natürlich noch hier im letzten Jahr, ne, mit 1,8 miese dastehend, aber wir haben dieses Jahr 459 plus. Das ist also wirtschaftlich gut hier am Laufen. Ich denke, nach dem Logo gucken wir uns die einzelnen Städte an. Da wird bestimmt das ein oder andere Haus da sein, was wir dann noch wieder neu erschließen müssen. Okay, Fahrzeuge gibt es, glaube ich, noch keine neuen, habe ich mal geguckt, aber das kriegen wir dann alles nach dem Logo hin. So, also hier Friedrichsdorf, kleinste Stadt ist nix. Wir gehen auf die Karte, gehen nach Winn-N und da, siehe da, hier gibt es ein Haus. Das heißt, wir müssen diese Bushaltestelle jetzt neu erschließen auch. Wahrscheinlich passt es wieder mal nicht. Eins, zwei, doch, geht gerade direkt vor dem Haus. Die Haltestelle kommt dahin. Und Depot war ja hier auch. Hier gibt es noch keinen Stadtbus. Den müssen wir dann neu machen. Pferdekutsche fertiggestellt. Fahrplan ist von da nach da. Das passt. Ja, wäre schön gewesen, wenn ich es auch umbenannt hätte, ne? Das fehlt jetzt nämlich. Habe ich das überhaupt hier erwischt jetzt, Fahrplan? Nee, habe ich gar nichts gemacht, glaube, ne? Fahrplan zur Linie. So, jetzt nochmal. Stadtbus. Winn-N war das, ne? Nee, stopp. Vorher 2N. Und da nur 1. Das passt. Steht jetzt auch hier oben. Können wir schließen. Angegeben ist es, sollte also passen und kann starten. Ich glaube, vorher hatte ich die Einzellinie und deswegen lief das nicht, ne? So, Geld haben wir gesehen, 1,5 da unten. Es ist 7:49 Uhr, passiert sogar noch ein paar Stunden. Es gibt also noch mehr Geld wahrscheinlich. Das haben wir erledigt. Dann können wir nach Erlangen hier rüber gehen. Erlangen ist nichts Besonderes. Was macht die Burg da oben? Drei Passagiere. Da kommen aber Kutschen jetzt auch noch angefahren. Die haben tatsächlich auch noch Fahrgäste dabei. Die letzte auch. Ne, die letzte nicht, aber ist nicht schlimm. Läuft auf jeden Fall. Warte mal, die letzte können wir aber mal gerade gucken, wie das mit dem Geld ist. 112 Miese. Okay, ist jetzt nicht prickelnd. Und diese hier, das ist die vorletzte, die hat 75, kriegt also auch nicht so viel immer mit. Jetzt ist noch die Frage, ob ich diese erwische. Ja, habe ich die erwischt und die macht schon Plus. Also die und die wird wahrscheinlich auch Plus machen. Die subventionieren der andere. Die hat sogar 389. Alles ist gut. Hier steht auch noch eine. Hier sind auch noch einige. Wir stehen denn hier am Hafen. 26. Oh, die wollen sogar ins Inland hier. 13. Und dann nochmal 9. Sind dann 22. Und die anderen wollen mit dem Schiff weg. Aber das passt soweit. Pause ist raus, ne? Ja. Gut, das war Erlangen. Dann sind wir auf der Karte, muss ich mal gerade gucken. Die müsste ich mir mal ein bisschen größer ziehen, damit das alle passt, ne? Also Lippstadt ist hier. Da passt alles soweit. Schwandorf. Das sieht aber auch alles abgeschlossen aus. Wilnsdorf. Hat auch nichts, ist auch abgeschlossen. Wie sieht es denn hier am Bahnhof aus? Da stehen Sechse, die. Also einer will mit der Kutsche noch irgendwo hin. Das klappt aber, weil die drei werden bei der nächsten Runde mitgenommen und die anderen fahren hin und her. Passt auch.
Wie viel stehen am Hafen? Da kam gerade ein Schiff an. Okay, 77. Schwandorf, ja, da sind viele, die weg wollen, ne? Hier unten die Wellensdörfer sind zwar auch ein paar, die noch vom Zug mitgenommen werden, aber vielleicht müssen wir da mal über ein weiteres Schiff oder so nachdenken. Aber Wellensdorf ist erstmal gut. Dann sind wir hier bei Ettlingen. Ettlingen ist abgedeckt. Wir stehen hier am Hafen. Zehne. Okay, die wollen alle hier irgendwo hin und her. Am Bahnhof stehen vier, das passt alles. Dann sind wir hier bei Bünde. Das ist alles abgedeckt. Hier ist eine schöne lange Straße, aber da ist nichts mit Häusern dran. Ne? Der Zipfel da unten, der war schon immer da. Ne? Billig. Okay, hier oben sind, glaube ich, die Häuser ein bisschen zweites dazugekommen, glaube ich. Ne? Sieht aber schick aus hier und ist alles aber abgedeckt. Bayreuth. Auf jeden Fall hat Bayreuth dieses Haus dazugekriegt. Wenn nicht sogar noch mehr hier irgendwo. Die müssten bald auch expandieren. Dann haben wir hier zwei Brücken. Okay, zwei Brücken. Okay, da ist noch mal ein Stück Straße gebaut worden schon, aber noch alles gut. Flächenmäßig ist das ziemlich groß hier. Aber nichts passiert. Dann gehen wir nach Lüneburg. Lüneburg hat diese Straße hier, glaube ich, ausgebaut. Aber sonst ist noch alles abgedeckt. Dann Gütersloh. Könnte sein, dass hier oben noch ein zweites Haus hingekommen ist, glaube. Das sieht gut aus. Und dieses Zipfelchen hier weiß ich nicht, ob das nicht auch neu ist. Dann hatten wir hier noch mal Zwischenahn. Das ist abgedeckt. Königsbrunn. Königsbrunn braucht eine neue Haltestelle. Hier ist ein Haus dazugekommen. Das heißt da. Da. Straße bauen. Ah, die Haltestelle ist hier, ne? Ja. Ja, ich glaube, wir machen es so. Haltestelle hin und passt. Das können wir schließen. Dann müssten wir jetzt die Kutsche haben, die hier rumfährt. Dann Stadtbus Königsbrunn, Fahrplan ändern. Rathaus dahin passt. Fährt. Gut ergänzt. Dann sind wir hier bei Jena. Jena, die Kutsche fährt hier. Lass mal gerade reingucken, weil hier passt was nicht. Das ist mir letztens irgendwo beim Kontrollieren aufgefallen, wie ihr seht. Da wird tatsächlich eine Station nicht angefahren. Das heißt, wir müssen jetzt hinzufügen das Rathaus und dann diese Haltestelle. Das haben wir wohl mal vergessen. Ostheimstraße. Gut, dann wird vielleicht Jena auch schneller wachsen. Gut, da ist aber noch alles abgedeckt. Jetzt gehen wir nach Köln. Köln hat hier oben die Straße ergänzt. Vielleicht ist dieses Häuschen auch neu, weiß ich nicht. Neubrandenburg. Ja. Ich glaube, dieser Zipfel ist neu und hier könnte auch neu sein. Das passt aber noch. Achim. Die haben hier lauter Reihenhäuser gebaut. Sieht so aus irgendwie. Die sind alle gleich. Das passt aber auch noch alles. Hier ist auch noch ein Feld zugekommen. Ist auch verlängert. Bad Mergentheim. Jo, da ist auch einiges vielleicht dazugekommen. Weiß ich nicht. Hier sieht so aus, als ob dieses Häuschen neu ist, oder? Nee, doch nicht. Das war schon für diese Haltestelle. Das passt. Und dann sind wir, glaube ich, schon eine Rutsche durch. Hier ist Friedrichsdorf wieder. Passt soweit. Also es geht voran. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir noch mal in die Haltestellen rein, oder? Linienverwaltung, nee, Linienverwaltung ist falsch. Hier diese Listen. Wir können ja mal nach Industrien gucken. Gibt es aber noch keine. Was haben wir hier noch? Touristenziele. Ach so, dann kann man das sehen. Da sind die Burgen, orthodoxe Kirchen und sowas. Aber ich glaube, die haben alle angeschlossen, oder? Wie viele sind denn hier so? Da steht keiner. In Erlangen. Hier diese. Oh, da stehen 24, aber da fährt ja ein Zug hin, das passt. Hier bei Dingens fährt auch ein Zug hin, da stehen 14, das wird auch gut abgeholt. Hier unten bei zwei Brücken, die Burg, da ist nichts, aber der fährt auch gerade weg. Der hat 12, vielleicht sind die von hier, weiß ich nicht.
Dann haben wir noch ein paar orthodoxe Kirchen, aber die sind nicht so gut angebunden, glaube ich. Oder sind auch angebunden, aber die bringen nicht so viel, ne? 29, 29. Eigentlich müssten die mehr bringen, aber es tut sich hier nichts. Während hier 65 Leute stehen, ne? Da müsste man dann noch mit Schifffahrt gleich mal gucken. Hier steht niemand. Und bei der letzten ist wahrscheinlich auch nicht so viel los. Das war knapp daneben. Oh, da stehen doch tatsächlich zwei. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Sagen wir hier, Warenliste brauchen wir glaube ich jetzt nicht, ne? Das sind ja sowieso nur Sachen, die hier nicht gerade auf der Sache sind, auf der Karte sind. Städtchen wollten wir gucken, ne? Einwohner ist schon richtig. Einmal neu sortieren. Ettlingen ist die größte Stadt. Sieht aber nicht so aus irgendwie, ne? Und Friedrichsdorf ist die kleinste. Ja, das sieht schon klein aus, ne? Wir können ja mal gerade hier nach Wachstumszahlen noch sortieren. Oh, da unten ist Achem mit minus 3,6. Das ist nicht so toll. Aber es ist immer eine Stadt, die irgendwie sich manchmal verkleinert. Aber mit 412 ist die jetzt nicht klein, ne? Geht eigentlich. Gut, haben wir. Einstellung Landwirtschaft, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Jetzt haben wir noch Haltestellen. Macht das mal gerade hier hin. Bezeichnung brauchen wir nicht, sondern wartend brauchen wir und dann die Liste so rum. In Neubrandenburg stehen wieder ganz viele Leute. Aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht so das Problem, weil da fahren genügend Züge hin und her. Kommt schon gerade wieder einer, ne? Bayreuth. Das ist am Hafen. Das ist aber ein Problem vielleicht. Billig. Das ist aber alles intern. Nur Lüneburg ist extern. Die 19, der Rest, also gut 100 Leute, müssen da irgendwie weggebracht werden. Das heißt, ja, der Zug kommt jetzt natürlich gerade, ne? Da werden noch wieder welche umgeladen da vom Hafen her und er hat 29 noch dabei. Okay. Der muss ja mit 80 jetzt wegfahren, oder? Der muss voll werden. Wird er auch, okay. Und wie viel stehen jetzt noch hier? 64. Bünde, Bünde, Ettlingen, Ettlingen. Also das sind jetzt hier 22 sind es hier immer noch. 25, 28, 32. Die Hälfte davon ist Inland. Wenn man das so nennen kann. Und wo ist der nächste Zug? Auf weiter Ferne. Hier kommt einer. Der hat nur 7 Passagiere natürlich drin. Ah, ich glaube aber, das wird jetzt nichts bringen, da noch einen draufzusetzen, oder? Hier oben fährt auch noch einer. Wie bleibt der? Drei. Auch nicht viel. Wie sieht es mit dem aus? Vierer. Nee, da werden wir auf gar keinen Fall noch einen Zug hinmachen müssen. Der wird uns nur schlechte Zahlen einfahren dann, ne? 10 noch ein? Nein. Hier stehen nur 15. Das lassen wir mal so, ne? Erlangen. Da fahren ja auch Schiffe hin und her. Da stehen 69. Die fahren wohin? Nach Lippstadt, ne? Ne, Erlangen von da. Ach so, das ist nach Winenden hier rüber. Okay. Der Zug steht hier unten, wartet auf Beladung. Der 32, die nach Winenden fahren, okay. Jetzt kommt noch einer, steigen da noch welche zu? Ich gehe mal von aus, ja. Zwei waren da drin. Wie viel hat er noch? Keinen. Aber der ist doch jetzt wohl voll, oder? Ja. War das der? Ja. Das heißt, er musste jetzt auch wieder welche mitnehmen. Aber warte mal, die fahren glaube ich auch hier runter, ne? Oder war das hier so? Ja, ich glaube ja. Der fährt wohin? Ja, der fährt nach Friedrichsdorf. Und ist voll. Ja, sind welche weg, ne? Auf jeden Fall. Wie sieht es hier aus mit dem Städtchen? Wir stehen da. Zwei. Auf der Seite stehen nicht so viele.
Aber das Städtchen wächst ja noch, ne? Jetzt ist die Frage, wie viele Schiffe sind denn hier unterwegs? Da fährt nur einer. Ist voll. Ist voll. Ist auch voll. Und der ist auch voll. Friedrichsdorf, Erlangen-Waldhafen. Ich glaube, da setzen wir noch ein oder zwei drauf, ne? Machen wir zwei. Wie viel stehen denn hier? Auch nochmal 60, ne? Ja, die müssen halt darüber. Gut, dann haben wir das. Waren wir hier schon, Wellensdorf? Da stehen 64, ne? Die wollen alle weg. Da waren jetzt gerade drei, ne? Oder sogar vierer. Die sind auch alle mit voll unterwegs. Das heißt, den brauche ich doch mal gerade. Schwandorf, Wellensdorf muss noch was drauf. Schwandorf, Wellensdorf. Von da unten nehmen oder von da oben nehmen? Ah, ich glaube, das ist hier näher. Schwandorf, Wellensdorf. Kopier mal und mach noch zwei da drauf. Ah, jetzt habe ich die Liste zugemacht. Können ja mal nur Schifffahrt gerade machen. Hier fahren sie auch noch mit 95. Oder Verbindung ist hier besser, ne? Schwandorf-Festland, Schwandorf-Willensdorf. Das haben wir ja gerade gemacht. Das heißt, die zweite Strecke ist Schwandorf-Festland. Die fahren hier so rüber dann, ne? Oder? Wie viel stehen denn hier? 34. Ich glaube, Schwandorf-Festland werden wir mal noch einen dazu machen aus Friedrichsdorf hier, ne? Der war doch hier auch um die Ecke dann. Wo ist denn das jetzt? Da. Schwandorf, Festland. Starten. Jetzt haben wir wieder die Haltestelle zu, ne? Hatten wir schon auf Schifffahrt? Ja. Erlangen hatten wir schon geguckt. Passt. Ich glaube, da haben wir was draufgesetzt schon. Das war klar. Wellensdorf haben wir auch gemacht. Was mehr da? Ach so, das ist hier am Dingens, am See. Da steht niemand und hier stehen 48. 41. Und der fährt jetzt gerade rüber, leer. Das heißt, die wollen auch alle weg. Passt. Da kommt gleich ein Zug, also das ist nicht schlimm. Schwandorf-Waldhafen hatten wir schon wohl. Wo ist das jetzt hier gerade? Ach, das ist auf der anderen Seite. Wie viel sind denn hier stehend? 30. Aber hier fahren sie ja immer hin und her und das geht ja, ist ja kurze Strecke, ne? Oder? Ach nee, das ist hier oben, okay. Lippstadt, also die fahren so hin und her wohl. Ach, das passt schon. Wo ich jetzt gerade noch gucken wollte, ist ganz unten da. Ob wir da noch was brauchen hier. Die wollen alle weg, das heißt, auf der Seite ist das kein Problem. Und wie sieht es hier aus? Nö, da ist auch nichts mehr. Das heißt, die Schifflein, die fahren ja schon passend. Ist da voll? Nö, der hat nur die Hälfte. Das können wir so lassen, denke ich mal. Gut, okay.
Ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich weiß nicht, ob ich nächste Folge auch wieder so schnell weiterlaufen lasse oder ob wir da mal gemächlich vorgehen, aber momentan sieht es halt so aus, dass das das Beste ist, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.